Wertvollster Gegenstand, ja. Einen Moment, den hole ich schnell. Ja, das ist schon ein gutes Rennrad. Ah, gelb-rot, um Gottes Willen. Hoffentlich gibt es da keinen Ärger. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ist nicht von der Düsseldorfer EG, Freddy, oder? Nee, das war nicht von der Düsseldorfer EG. aber jetzt, dass du sagst, finde ich es nicht mehr so schön, um ehrlich zu sein. Das hast du mir jetzt vermiest. Was ist der wertvollste Gegenstand, den du bei dir zu Hause hast? Ich würde sagen, ich drehe einfach mal meine Kamera. Vielleicht mein Fernseher. Stark. Die freie Zeit, die ich dann habe, wenn der Kleine vielleicht ins Bett geht, schaue ich ziemlich viel. Meine Kinder. Wie alt sind deine Kinder? 4 und 2. 2 Mädels. Auch absolute Kölner Haie-Fans, hoffe ich mal. Ja gut, das ist jetzt schon eine Weile her, dass sie das letzte Mal im Stadion waren. Ich muss denen schon noch mal ab und zu erklären, was ich beruflich mache. Das ist das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Wow. Okay. Ja, mein Trikot. Vom Deutschland-Cup. Genau, vom Deutschland-Cup. Cornelio Pekele, 5. Länderspiel, 1. Tor. Cool. Ja, für mich ist das natürlich ein Riesen. Wert. Das ist das, was ich behalten durfte. Das andere habe ich nämlich meiner Mutti gegeben. Das habe ich dir versprochen. Gelb-rotes Fahrrad. Eieieiei. Hallo, Ehelechner Patrick bei Magenta Sport. Hallo. Herr Krupp, hallo. Der ist bei mir in der Kühlbox. Nein, das geht gar nicht. Mache ich, Herr Krupp. Gebe ich weiter. Die gute Nachricht. Du bist nicht entlassen. Danke. Die schlechte Nachricht, Uwe ist nicht happy über die Farbe deines Fahrrads. Wir wollen ein neues Fahrrad, oder was? Naja, klärst du es mit dem Uwe selber. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.